Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einem weiteren Part unseres Let's Plays Virtual Clan Quest von Hooty. Und wir wollen heute mal ein bisschen die Windräder aktivieren, damit hier die Sender wieder aktiviert werden und Waren reinkommen. Und dass Schiffe gelotst werden können. Und dass wir dann endlich beim Schmuggler was einkaufen können. Es ist so viel. Okay. Halte R2 gedrückt und drücke Viereck, um dich am Sprungbrett festzuhalten. Das Sprungbrett mit dem rechten Stick ein und springe dann. Ja, letzte Woche konnte ich nicht mehr lesen, aber man kann es eh denken. Und drauf springen! Cool. So, okay, es zischt und qualmt. Ob es auch stinkt, wer weiß. Keiner weiß. So, gut positionieren hier. Oh, das da könnte sehr ekelhaft werden. Warten wir vielleicht eine Ladung noch ab? Ja, am besten. Zisch. Okay. Krabbel, krabbel, krabbel. So, knack. Ja, falscher Stick. Intuitiver wäre natürlich der Stick, mit dem wir auch laufen würden. Und dann aktivieren wir mal das Teil hier. Windrad ausgefahren. Cool. Und es liefert Strom. Energie. Zwei Türen gehen auf. Okay. Unter Wasser auch. Okay. Oh. Und das ist automatisierter Teleporter. Oh, hi. Danke, Fremder. Noch vier Windräder und wir sind wieder im Geschäft. Ja, GG. Mit Select-Karte der Windräder-Position werden mir angezeigt. Sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, wo starten wir dann am besten? Hallo. Tut mir leid, Kumpel. Alles weg. Pech. Okay, dann gucken wir mal da oben lang. Ich will auch ganz gerne noch im Wasser nachchecken, aber ich will erstmal hier lang. Palm. Okay, das Ding ist schon unten. So, hier gibt es noch ein paar leckere Kisten. Geld her damit. Das wird definitiv wichtig. Windrate Gamma. Okay. Keine Gegner? Jetzt. Ja, ich hab's irgendwie geahnt. Ah, ich habe keine Waffe zum Leveln. Ist ein bisschen unangenehm. Knack, 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 knack. So. Okay, dann begrabbeln wir jetzt mal die Sägemühle hier. Okay, diese Technik ist schon ziemlich cool. Man muss natürlich auch immer erstmal drauf kommen. So, wie sieht's denn hier aus? Müssen Jump One mäßig hier schön vorankommen. Das ist sehr nice. Gefällt mir. Steuerung? Hallo? Jetzt. Ich bin zu schnell für das Game. Es ist ein Jump One. Wie kann man da zu schnell sein? Ja, auch Geduld ist so eine Sache bei Jump One. Ist aber okay. Easy. Das ist kein Problem. Sehr entspannt. Das war wirklich entspannt. Okay, und aktiviert. Windrad ausgefahren. Mehr Strom. Und wieder wegteleportiert. Ach ja. Ja, danke. So, wo sind wir? Wir sind jetzt hier. Alles klar. Rot bedeutet, wir haben die noch zu erledigen. Sehr schön, dass wir eine optische Darstellung dafür bekommen. Also wirklich sehr schön. So, dann gehen wir jetzt hier lang. Cool. Das ist jetzt auch nicht schwer. Irgendwie kannst du einfach durchziehen. Du brauchst kaum aufpassen. Das ist irre. Windrad Beta. Wir machen die anscheinend nicht ganz der Reihe nach. Kann das sein? Lebensenergie-technisch sind wir voll.
Oh, was ist das? Oh, oh, Objekte werfen. Okay, cool. Aber wir gehen erstmal auf diesen Türmchen. Ah ja, okay. Wow. Das zischt aber. Ein Fluch? Komm schon, Tell. Sowas gibt's doch nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich fühle noch etwas weiter und komme dann zurück. Mach das. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen mehr aufpassen hier. Wir kriegen halt schon sehr viel Damage. Es hat was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Na, gucken. Oh, begabt. Okay, wir müssen hier ein bisschen aufpassen, damit wir hier nicht plötzlich von der Platte fallen. Aber das geht ja doch relativ schnell, wie wir gerade gesehen haben. Okay, GG. Und fertig. Ich könnte wieder Lebensenergie gebrauchen. Mal gucken, wie gut sich der Lebensenergie dann levelt. Das werden wir definitiv brauchen, besonders dann, wenn es zu den Kämpfen kommt. Die werden definitiv nicht einfach. Kann ich jetzt schon so verraten. Ich bin halt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Wie es aussieht, hast du schon drei Windräder repariert. Noch zwei, dann sind wir durch. Yes. Okay, so, dann kann halt die Dinger einfach aufsammeln. Hui! Donk. Okay, ist das eine Grindschiene? Nein. Oh, man kann diese Dinger hier auch bewegen. Interessant. Sogar fast frei, wie man möchte. Okay, wir brauchen hier noch eine Bombe. Aber ohne Clank ist das so langsam. Okay, die Frage ist natürlich, wie lange halten die Dinger? Wir gehen erstmal baden und sterben. Ich hoffe, die Tür habe ich trotzdem aufgesprengt bekommen. Schon. Wo ist jetzt der Weg? Ja, Tür ist auf. Ah, die Plattformen sind natürlich wieder resettet. Alles klar. Oh, wow. Also die Reichweite von den Magnetdingens, wie das hier heißt, ist schon echt irre. Okay, let's go. Let's go. Hui. Okay. What? Ja, aber wie komme ich jetzt da hoch? Cool. Na schön, na schön, na schön. Das hat alles nicht sollen sein. Alles natürlich. Zu welcher Distanz das so gut funktioniert. Okay. So, hier gibt es die nächsten Brodelteile. Hier geht gar nichts irgendwie gefühlt. Huh. Okay. Was ist mein Plan hier? Wird eigentlich von der anderen Seite auskommen, denke ich mal. Ja, ich glaube, das war geplant, dass man von der anderen Seite auskommt. Ups. Wir haben mal wieder einen Weg genommen, der eigentlich falsch war. Ach ja, kennt man doch von mir. Ich nehme doch immer die seltsamsten Wege, um trotzdem zum Ziel zu kommen. Hm. Blöd nur, dass hier dann jetzt plötzlich eine Sackgasse ist. Wow, gut festgehalten. Okay. Ja, let's go, Geld. Gib mir Geld. 75 Profi. Ja, es ist nicht viel. Es ist nicht viel. Aber wir haben jetzt schon mal gute 17.000. Das ist eine Summe, die gefällt mir. Okay, wenn wir hier schon mal am Strand sind, lass mal gleich mal Unterwasser-Action abchecken.
Wo waren das nochmal? Das war doch hier, ne? Eingang? War das nicht hier? Doch, hier. Alles klar, let's go. Gehen wir durch. Mal gucken, wo es so hingeht. Einmal unter Wassermine. Man kennt's. Oh. Lebst doch noch. Klare Sache, du lebst doch noch. Jetzt. Oh, bisschen dicht fast. Okay, hier ist noch so eine Tür, die wir einreißen müssen. Was bist denn du, ein Flipper? Oh. Oh, das sind... Okay, das sind lebende Fackeln, würde ich einfach mal sagen. Aber hier geht nichts gerade irgendwie. Wow. Ja, komm. Das hier wird für später wahrscheinlich erst interessant. Schade. Oh. Tschüss, Vieh. So, wir wollen die nächsten Windräder aktivieren. Dazu müssen wir natürlich die nächsten erstmal finden. Okay, wir haben oben noch ein paar hübsche Türchen. Moin, hast du jetzt was? Kleiner, ich hab schon... Leider nichts, okay. So, während es einmal im Drehen ist, ist mir da vorne was aufgefallen. Oh, da muss man auch erstmal... Ich ballern? Okay, ich sehe schon. Boom. Mal gucken, was wir hier oben haben. Okay, das geht hier anscheinend nur einmal rum. Okay. Also zumindest bringt es ein bisschen Geld. War gut. Da oben, das hatten wir schon erledigt. Wir müssen da hinten irgendwie hin. Ha. Okay. Wow, gefühlt war hier echt nichts. Na gut, dann schauen wir hier rechts mal lang. Oh, hallo, Telvin. Hey, wie geht's? Mir geht's gut. Danke an der Frage. Wie geht's selbst? Okay, ja, jetzt wird's probiert. Wo gehen wir als erstes lang? Gehen wir einfach mal hier lang. So, Hulefahr, Warensender. Moin. Keiner will reden. Auch du nicht? Auch du nicht. Ah. Moin. Du Pfeife. Okay. Hey, wie geht's? Ich glaube, die Frage hast du mir schon mal gestellt. Ist das nicht einfach eine riesige Steckdose? Ei. Ei, ei. Hey. Hallo, schmeißen? Okay. So geht's auch, aber ein bisschen mehr wehtun. Und so. Er ist berühmt. Er hat 10 Galaxien in 4 Zyklen gerettet und nebenbei noch den Butler in Secret Agent Clank gespielt. Ganz Was? Schön vielseitig, ha? Huh? Wait. Die reden über mich? Ah. Sehr schmeichelhaft. So, Sendebetreiber reden. Lausige, nichtsnutzige Vandalen. Wann geht der Bürgermeister endlich gegen diese Typen vor? Was ist das Problem? Irgendein Witzbold hat die Energieleitung des Warensenders unterbrochen. Wie soll ich ihn ohne Energie reparieren? Ich mach wohl erstmal Mittag. Okay. Wie kann ich helfen? Danke für das Angebot, Kleiner. Aber ohne Strom können wir hier gar nichts machen. Zum Glück bin ich in der Gewerkschaft. Gewerkschaft lebe hoch oder so. Let's go. So, können wir hier noch irgendwas machen? Da oben ist eine Leiter. So, kommen wir zu Kisten. Kisten sind immer gut. Geld. Geld ist wichtig. Das wird hier richtig wichtig, sage ich euch jetzt schon. Ach, guck mal. Das ist doch hier die Ecke von der anderen Seite, wo wir jetzt schon mal waren. Ja, cool. Oh, dann ist Energie 12. Ja, man bekommt auch nicht so viel rein. Leider.
Na gut, dann schauen wir mal weiter. Was können wir sonst so tun? War das ein Schwunghakenziel? Aber wir gehen jetzt erstmal hier lang. Windrad Delta. Ja, labert nur. Mal nur am Labern. Schlimm. Okay, Grindschienen. Ich denke, wir werden gleich mal hier hochkrabbeln. Wie sieht es kartentechnisch aus? Ja. Okay. So, das Ding muss jetzt mal nach unten. Das ist warten. Hier dran hangeln. Okay. Schön, wenn man das sofort versteht. Ich habe es jetzt erst gesehen, aber ich hatte ein bisschen Angst vor diesen Flammen, die da gleich kamen. So. Hui! Okay. Cool. Okay, das macht mir nichts aus, da unten an der Stelle. Okay, das ist gut zu wissen. Hä? Noch gesprungen oder nicht? Hey, okay, interessant. Hallo? Hallo? Geht das jetzt nicht? Hey. Es, ja, es ist gefühlt nicht ganz so ausgereift. Weiß ich nicht. So, erstmal nach oben. Wieder hoch. So, Flammen. Blaue Flammen natürlich. Ist also ganz besonders heiß. Jetzt warten, rüber. Let's go. Und Lebensenergie holen. Sehr gut. Hä? Ein Wandsprung? Jetzt. Okay. So, wir müssen jetzt zwei solche Dinger gleich aktivieren. Zum knapp werden. So. Okay. Sind wir hier Handwerker oder was? Oh, das war fast zu knapp irgendwie gefühlt gerade. Da hat mein Gefühl so ein bisschen verrückt gespielt oder so. Weiß ich nicht. Und hoch. Und drehen. Wunderbar. Und mehr Strom für die Insel. Ich wollte Stadt sagen, aber ist ja für die ganze Insel. Und tschüss. Okay. Hey, Fremder. Du machst das echt gut. Noch ein Windrad und wir sind wieder voll und ganz im Geschäft. Das klingt doch gut. So, wir fliegen jetzt gleich darüber. Okay. Dann Geronimo. Dass sie sich darüber nicht aufregen, dass ich die auch mal treffe. Okay, was haben wir hier so alles an Wege? Ach, Telvin. Okay, hier alles klar. Na gut. So, da vorne ist wieder so ein bombiges Teil. Haben wir dazu Bomben? Haben wir. Oh. Hi. Spoink, 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 spoink. Und mehr Leben. Das wird auch noch wichtig. Wieder mehr Leben. Ich freue mich schon auf die Session, wo wir sehr oft failen werden. Da kommt man nur mit Hilfe etwas Explosivem durch. Ja, okay. Na dann. Hui. Okay, die Explosion ist von den Dingern nicht groß genug. Oh, da oben gibt es dann auch wieder. Sehr gut. Zong. Hui. Okay, Stromteile wieder. Sehr gut.
Mein Sheen Action, let's go. Hui. Gut, aber dann sollten wir ja demnächst hier fertig sein. Okay, wir müssen hier irgendwas zum Aufsprengen finden. Ah ja, hier. Ging das jetzt echt daneben? Ich dachte, die Dinger haben Autoziel, wenn man auf diesen Schienen ist. Ha. Autsch. Unnötiger Schaden. Ich sollte jeden Schaden nach Möglichkeit meiden, der unnötig ist. Und nicht durch irgendwelche Kämpfe hervorstechen. Vielleicht sollte ich von hier aus immer ballern. Was sind... Wow. Ich hab's nicht bekommen. Jetzt. Ich sollte von hier aus lieber auf Nummer sicher gehen. Und boom. Sehr gut. Lieber noch mal einen mit. Wer weiß, ob wir nicht vielleicht sogar gleich einen brauchen. So, wie schaut's aus? Ich muss hier lang. Okay, das explodiert sofort in der Hand. Zum Glück bekommt man dadurch keinen Schaden. Okay. Alles klar, hier ist schon ein bisschen anderes Jump'n'Run gefragt. Hey, hat schon wieder nicht eingesammelt. Okay. Gruselig. Oh, was? Wait, mit welchem Timing ist denn das hier berechnet? Das kommt ja gar nicht dahin. Okay, keine Ahnung. Anscheinend muss ich dann wirklich auf die andere Schiene mit drauf und kamikaze-mäßig darauf knallen. Ja, ja. Okay. Sehr gut. Wow. Okay, das geht hoch. Okay, Windrad Epsilon, let's go. GG. Und das dürfte mein letztes Windrädchen sein. Ching. Sehr gut. Oh, direkt davor. Es läuft wieder alles. Ah ja. Der Boltkurbel-Dingens ohne Boltkurbel. Okay. Aha, du hast es geschafft. Die Windräder laufen. Mein Freund, du hast womöglich gerade die ganze Insel gerettet. Wenn ich das meinem dicken Schwager erzähle. Der wird sich freuen. So, erstmal runter hier und danach würde ich sagen, beenden wir den Part. Ausgesetzt, es kommt hier nochmal eine große Section mit Grindsheen jetzt irgendwie. Eieieiei, ich habe gar keine Lust drauf. Aber es sieht gut aus. Zonk. Okay, cool. Oh, nice. Sehr schön, alles läuft. Das ist er, gut gemacht. Jo, danke schön. Okay, und wir haben wirklich gut gemacht. Wir haben nämlich den Part beendet. Ich danke wieder fürs Reinschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!